Das passt. Ja, yeah, Buddy! Es passt. Ah, finally. Woo! Jetzt kann es weitergehen. Gechillt. Yeah, Buddy, was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Online. Italy Custom Map nennt sich diese Strecke hier mit einem komplett neuen Fahrzeug für mich. Bin ich so noch nie gefahren und sieht aber für mich aus wie ein krasser Sportwagen. Von daher hoffe ich natürlich, dass wir auf dieser Strecke auch ein paar richtig fette gerade Abschnitte haben werden, wo ich einfach Vollgas geben kann. Mal schauen, was uns erwartet. Auf jeden Fall der Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Schnellste Runde zählt, wa? Okay, was ist das denn hier? Das ist gerade ein cooler Streckenabschnitt. Kann ich zwar nicht Vollgas geben, weil der Wagen, ich merke das schon, der hat ein anderes Fahrverhalten. Hat nicht den besten Grip, aber er sieht auf jeden Fall gut aus, sportlich. Obwohl ich ehrlich gesagt, so im echten Leben bin ich mehr der Freund von SUVs. Also dann lieber was schön Großes. Weil egal wie sportlich so ein Wagen ist, ihr sitzt immer sehr tief. Und in einem SUV sitzt du immer höher als die anderen. Gerade so ein schöner Mercedes GLE. Oh, oder GLS. Das wären schon meine Traumautos. Kann ich mir momentan nicht leisten. Und wir werden mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber schon schwierig, für so einen Wagen mal 100.000 auszugeben. Upp, jetzt der Wallride. Wie fühlt sich ein Wallride mit diesem Auto an? Oh, 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 bup, 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 bup. Alter, fast den Grip. Okay, ganz, ganz anders natürlich als T2. Wo soll ich hin? Okay, auf diese. Ich überfliege jetzt nicht diese. Ich überfliege natürlich diese Plattform. Also fühlt sich ganz anders an als der C20. T20 natürlich super. Du kannst fast stehen bleiben auf einem Wallride und den Wagen immer noch austarieren. Oh, hört ihr das? Hört ihr diese Schleifgeräusche? Vom Gefühl her nicht ganz chillig, aber puh, jetzt war ich sogar schon zu langsam. Alles klar. Alles klar. Also mit viel Geschwindigkeit hält er sich deutlich besser, nur du kannst ihn dann auch deutlich schlechter austarieren. Scheiße, diese Schleifgeräusche. Okay, bin ein bisschen auf die Bremse gegangen. Damit es passt. Wunderbar. Haben wir. So, große Plattform heißt, ich sehe es schon auf der Minimap, immer die Möglichkeit, hier noch den ein oder anderen Checkpoint extra zu setzen. Oh ja. Oh ja. Dieser Wallride, der gefällt mir. Ein Spiral-Wallride mit leicht versetzten Elementen. Mal gucken, wie es sich hier mit dem Wagen anfühlt, denn er ist nicht sehr lenkfähig. Okay, es geht aber immer nur so ein bisschen nach oben. Das sollte ich hinkriegen. Er ist nicht sehr lenkfähig. Und ich hoffe, jetzt kommt hier nichts Trolliges. Wenn hier so ein Stoppschild oder so stehen würde, es könnte mich ärgern. Oh, nice, wir haben es. First try, baby. Yeah, buddy. Und hier. Okay. Ich gehe mal davon aus, der will, dass wir so seitlich nach oben springen. Yep, läuft. Und jetzt nach oben ziehen. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein. Aber auf ein neues. Das ist jetzt nicht die schwierigste Stelle. Das sollten wir hinkriegen. Genau, nur man muss hier. Das ist natürlich nicht so einfach, ne? Du musst hier schon möglichst nah an der Kante abspringen. Jetzt war ich zu weit weg. Wenn du zu nah bist, rammst du natürlich. Oder du machst es. Warte mal. Na klar. Oben, Baby. Oben. Ohoho. Nicht runter, nicht runterfallen. Es stimmt. Gar nicht an der Kante, sondern einfach hier schön die Spirale fahren. Das sieht besser aus. Und das machen wir. Bob, auf die Spirale. Hopp, jetzt. Lol. Also da hat mir die andere Lösung, die ich bisher gefahren bin, so
Kann man vielleicht sogar die ganze Zeit oben bleiben? Ach, vom Grip her nicht, ne? Bremse! Ich wollte abbremsen, um dann jetzt noch einmal die Spirale so zu fahren. Versuchen wir mal die andere Seite. Okay, ich bremse einfach. Ich bremse jetzt chillig ab, komm. Wie kommen wir da jetzt am besten rein? Indem wir hier drauf fahren. So. Und jetzt. Hopp. Und we got it. So, ein bisschen geknobelt, am Ende gelöst. Läuft. Was haben wir hier? Stoppschilder. Die kann ich glücklicherweise umfahren. Strecke sehr breit. Und dann, was haben wir? Ein Jump oder? Hüpp. Wo will er uns? Lol, erstmal. Okay, okay. Ich habe gesehen, was er will. Passt. Kriegen wir hin. Das Einzige, was mir gerade aufgefallen ist, dass der Wagen auf der Rampe, er fährt da nicht schön drauf. Das liegt einfach da. Das liegt einfach daran, weil er extrem tief extrem tief gelegt ist. Aber jetzt sind wir sehr schön drauf gekommen. Sollte meiner Meinung nach passen. Und wenn nicht, dann ist es extrem knapp. Natürlich ist es extrem knapp. Ey, das... Das gibt's doch gar nicht. Es ist nicht viel an Schwung, aber ich nehme den mal hier. Oh, schöne Felgen, ne? Ich denke mal, das passt jetzt. Also viel besser kann ich nicht drauf kommen. Entweder es passt oder es ist wieder extrem knapp. Oh, diesmal hat es extrem knapp gepasst. Das ist gut. Nächster Checkpoint ungefähr hier, Luftlinie. Hopp. Ah, läuft. Läuft. Schön. 6 Minuten 50. Was erwartet uns noch? Ich hoffe immer noch auf einen schönen geraden Streckenabschnitt. Denn da ist der Wagen einfach. Der ist dafür geschaffen, das sieht man. Das ist ein cooles Fahrzeug, aber nicht unbedingt mein Lieblings-Cunning-Stunt-Fahrzeug. Okay, Stoppschilder. Ist klar, Alter. Gerade wo ich mir den geraden Streckenabschnitt wünsche, Stoppschilder ohne Ende. Okay, haben wir. Yeah, da ist er. Beschleunigungsstreifen. Nicht schön schnell. Okay, und schon die rotierenden... Die rotierenden Tore. Komm, den Looping muss ich nicht nehmen. Nehme ich mal direkt die Abkürzung hier. Zack. Und let's go. Ja, es steht gut, es steht gut! Ah! Und wo müssen wir überhaupt hin? Da oben. Und uns erwartet hier noch ein bisschen was um den Maze Bank Tower rum. Schön. Schöne Map. Italy Custom Map. Kleine Challenge hier, gerade mit so einem neuen Fahrzeug. Das Tor steht schon wieder richtig hässlich. Und dieser Wagen. Ich probiere es nochmal so jetzt ein bisschen. Also, er fährt sich definitiv nicht wie der T20. So, er will mich... Komme ich da so hin? Oder war das... Zu wenig... Boah! So knapp, so knapp. Machen wir jetzt, komm. Mit Ansage. Es funktioniert immer. Hat jemand in die Kommentare geschrieben, Tomek, du hast den Second First Try von Kev geklaut. Ich sag mal so, wenn man sich in der Familie tatsächlich was klauen kann, First Try ist von Kev, aber Second First Try hat Kev, glaube ich, nicht. Und wenn, ist mein Bro. But
teilt man brüderlich. Und? Dieser Wagen fühlt sich einfach ungechillt an. Ich versuch's jetzt aber. Ich versuch's jetzt so. Ja, ist klar. Man muss schon sehr weit oben abspringen. Im besten Fall, wenn das Tor auch irgendwo nach oben gerade rotiert ist, dann kommt man gut bei weg. Und jetzt? Eine Spirale mit diesem Fahrzeug zu nehmen ist, Alter, ist extrem schwierig. Nächster Versuch. Und oben wegspringen? Nicht den richtigen Winkel erwischt, nicht genug Geschwindigkeit. Wow, also das ist bisher auf jeden Fall das schwierigste Element jetzt in dieser Strecke. 10 Minuten sind wir unterwegs. Und da kommt ja immer noch einiges auf uns zu. Oh, jetzt steht sie perfekt. Steht perfekt und spring. Alter, ich hab es. Oder sag mir nicht, ich springe. Ich bin über den Checkpoint drüber gesprungen. Ernsthaft? Nein, ey, über den Checkpoint drüber. Einfach auch dieses Glück haben, dass das rotierende Tor einfach auch vernünftig steht. Also das ist weniger Skill, das ist mehr Glück. Das passt. Yeah, buddy! Es passt. Ah, finally. Woo. Jetzt kann es weitergehen. Gechillt. Da ist er. Da ist er. Bam, geben wir uns. Schön. Junge, das war echt kein leichtes Element. Jo, was hat er hier? Die ganzen, die schönen Jumps. Oh, läuft. 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 Jetzt hier ein bisschen langsamer. Erstmal ein bisschen orientieren. Was will er hier von? Okay, ein bisschen langsamer. Vielleicht hier mit ein bisschen Feingefühl lieber richtig ausjustieren. So, komm. Und hopp. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, da ist er schon, der Checkpoint. Ja, den gönnen wir uns, komm, den gönnen wir uns. Und hopp, läuft. Yes. Und direkt geschmeidig rein. Sehr schön. Das war ein schönes Hindernis, hat sich gut angefühlt. First try, alles geklappt. Und jetzt? Hier. Oh. Oh. Man kann die Strecke fahren, aber ich versuche es jetzt nochmal zu springen. Zack. Na? Na, gönnst du mir? Gönnst du mir? Ja. Es sei denn, der Wagen explodiert, aber er hat es mir gegönnt. Sauber. Ist klar. Habe ich zu spät gesehen. Ich dachte, jetzt müssen wir nach unten. Okay, aber der nächste Checkpoint ist, glaube ich, unten, ne? Ja, schön. Schön, schön, schön. Ich finde das Fahrzeug echt schwierig für Cunning Stunts. Aber ist ja auch mal gut, mal. Theoretisch könnte ich auch noch verschiedene Maps bauen für andere Fahrzeuge. Oh. Nicht schön, nicht schön. Oh, super.
Oh, und wir sehen das Ziel. Yeah, buddy. Endlich. Das heißt, der Checkpoint. Dann hier der letzte Wallride. Den nehmen wir. Ist klar. Ist klar. So, letzte Woche 22 Minuten insgesamt. Schon brutal. Der eine Sprung, der hat mich richtig Maß genommen. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nach oben, Abo da lassen. Ich bin euer Tomek. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.